Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock. Im letzten Part haben wir unseren Infusion-Altar gebaut. Ihr seht schon, ich habe hier noch ein bisschen was an Deko hingesetzt. Die Mobköpfe sind einfach dafür da, dass die Arcane-Infusion ein wenig stabiler wird. Brauchen wir jetzt für den Anfang zwar noch nicht, aber wenn wir später hier noch Rezepte machen möchten, dann ist das ganz praktisch. Und ich habe hier noch ein bisschen mit dem Alchemical Furnace und den Arcane Alembics mich befasst. Sprich, ich habe mir das eine oder andere YouTube-Tutorial dazu angesehen. Und es ist halt tatsächlich so, durch jedes Rohr kann genau eine Essentia zur Zeit durchfließen. Das heißt, wenn ich... Hier habe ich jetzt zum Beispiel Röhren für Maschina. Wenn ich jetzt eine Röhre abzweigen lasse für und dann noch irgendwas anderes mit rausziehen möchte, geht das nicht, weil hier dieses Glas zieht mir Maschina hier raus fordert Maschina an, sage ich mal. Und da das hier ganz vorne steht, hat das halt die meiste Kraft beim Anfordern, im Gegensatz zu dem, was dann hier weiter hinten stehen würde. Deswegen wird hier nur Maschina durch die Rohre gezogen. So, und deswegen kann man hier auch an drei Seiten Zeug anschließen, damit man hier einfach drei unterschiedliche Essenzen rausbekommen kann. Beziehungsweise eigentlich noch mehr, wenn ich jetzt hier mal als Beispiel mit einem Zauberstab, damit machen wir das nämlich, hier die Verbindung kappe. Dann könnte ich die Verbindung hier noch weiter fortsetzen und hier noch was ranhängen, um dann noch ein viertes Glas hier dran zu haben und so weiter und so weiter. Ist halt theoretisch alles möglich. Machen wir jetzt hier aber erstmal nicht. So, wir stellen das wieder her. Haben dann jetzt hier erstmal drei Gläser dran für alles, was wir machen wollen. Und ich habe hier schon so ein bisschen was rausgezogen. Hier einiges an Perdizio, Motus, Terra und Arbor. Terra und Arbor einfach, weil es Nebenprodukte waren. Wir brauchen ja Potentia, Motus und R. So, zu R kommen wir dann auch gleich. Ups, die können wir hier einfach abnehmen. Zack, und dort dann stattdessen irgendwas anderes hinschmeißen. So, die packe ich mal auch hier mit ran. Zack, zack und zack. Einfach hier schön in einer Reihe. Was soll's. Was ich außerdem offscreen noch gemacht habe, ist einen Essentia Crystallizer zu craften. Was der macht, ist, der nimmt diese flüssige Essentia und macht daraus kristallisierte Essenz. Was ist diese kristallisierte Essenz? Na, das, was man vermuten könnte, sage ich mal. In dem Fall hier haben wir jetzt hier ein Item mit einmal Arbor. Na, das hatte ich schon mal schon gescannt. Und das macht dann später hier im Crucible das Crafting leichter, weil wir können halt für jede, alles, was wir brauchen, entsprechend kristallisierte Essenzen uns herstellen und haben dann die Möglichkeit, ganz genau die Menge reinzuschmeißen an Essenzen, die auch tatsächlich benötigt wird. Was ich ziemlich nice finde. So. Dann setzen wir dich mal hier ein Stück weiter weg. Und da aber jetzt bitte nicht hin. Das war mein Fehler. Das war ein bisschen dumm von meiner Seite aus. Aber hey, so kennt man mich, nicht wahr? So, hier gibt es jetzt kein Signal mehr dorthin. Okay. Ja, und das, was hier jetzt überschüssig ist, ganz ehrlich, damit es nicht noch irgendwie eine Riesenmenge Lag produziert,
Ja, würde ich es gerne hier runterschmeißen. Lässt er mich? Ja, anscheinend. Gut. So. Na komm. Gib mal her das Zeug hier. So. Weg damit, weg damit. Hier die. Das Oak wurde weg. Okay. So. Ja gut, hier ist jetzt noch ein bisschen was unten drin. Moment, dann nehmen wir einfach da noch was raus. So. Zack, zack. Weg damit, weg damit. Haben wir hier jetzt alles? Ja, gut. Gut, hier blockiert jetzt nichts mehr. Das ist schön. Und ganz ehrlich, das wird mir irgendwann auf den Sack gehen. Also nehmen wir es gleich weg. So, gut. Damit ist das jetzt auch erstmal soweit erledigt. Und was wir machen wollen, ist einmal schauen, ob ich meine Hühnchen wieder füttern kann, damit die sich wieder vermehren. Ich denke mal ja. Ja, Cooldown ist vorbei. Sehr schön. So, bitteschön. Macht ihr mal noch ein Kind, ne? Danke. Vielleicht kriegen wir durch die Eier nochmal eins. Ne, natürlich nicht. Aber egal. So, da müssen wir uns noch ein bisschen was zusammenzüchten. Hatte ich hier eigentlich in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich hier schon mal für den, für das Alpha-Im-Portal alles soweit vorbereitet habe, was wir schon haben. Falls nicht, dann habe ich das jetzt gesagt. So, hier ist schon mal alles vorbereitet. Soweit, was wir schon haben. An der Stelle brauchen wir jetzt noch ein klein wenig Living Wood und ich glaube, das ist Glowstone Staub einfach. Mal schauen, nee. Was? Achso. Living Wood Planks, ja nie. Ja nie. Das will ich ja nicht. Ich will ja hier auch keinen Mana Spreader. Was haben wir hier? Split Turntable, aha. Horn of the Wild und Drum of the Wild, die wollen wir zumindest aktuell auch nicht. Living Wood War, Living Wood Alter, nein. Nö, 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 nö. Choose Plattform, nein. Nein. Oh, okay, das ist doch etwas teurer als ich dachte. Ach ja, ich brauche hier auch Terrastil. Natürlich brauche ich hier Terrastil. Für den Murks. Nö. Okay. Okay. Dann, müssen wir das anders machen. So. Habe ich hier noch Terrastil? Schau mal nicht. Habe ich das schon verbraucht? Keine Ahnung. Okay. Dann brauchen wir davon ein. Davon ein. Davon ein. Einfach um uns nochmal Terrastil herzustellen. Habe ich hier die Sparks eigentlich noch drauf? Ja, habe ich. Gut. Gut, gut, gut. So, so und so. Na dann, liebes Spiel. Verschwende mal mein ganzes Mana hier drin. Oh boy. Oh boy. Naja. Egal, muss halt sein. Wir brauchen Terrastil. So, was ich eventuell auch noch nicht erwähnt habe. Ich habe den Dropper hier jetzt mal mittig positioniert. Und über den Retriever ziehe ich mir hier mal Charcoal rein. Jo. So, vielen Dank. Da machen wir dann gleich mal Nuggets draus, weil ich Nuggets brauche. So, oh, ich brauche noch einen Terrastil. Fällt mir gerade so auf. Hm. Na gut, ne? Denn ich brauche hiervon, ja, insgesamt drei. Ach man. Terrastil ist so teuer.
Terra-Stil ist so freaking teuer. Naja. Zap, zap und zap. So. Auch nochmal hier auf die Play drauf schmeißen. Ey. Nicht getroffen. Jetzt aber. Okay. Yay, dann ist der Mana-Pool wieder leer, wieder komplett leer. Naja, so ist das halt. So ist das halt, ne? Ich hoffe, das reicht noch. Na? Ja, oh, aber gerade so. Aber gerade so. Er war also wirklich im Vorfeld schon voll. Das ist gut zu wissen. Hoi. hätte mich so ein bisschen genervt, wenn das dann doch nicht funktioniert hätte. Naja. So, Glimmering Living Wood. Brauchen wir dann dort, dort und dort. So. Und genau, dann sind wir damit soweit fertig. Einfach damit ich da das Ganze schon mal vorbereitet habe, entsprechend, ne? Ich glaube, ich brauche 8. Und jeder Fehler ist einmal R drin, denke ich. Ja, genau. Einmal R und ich brauche für... Ach, kann ich auch hier nachgucken. Ich brauche 8 jeweils. Genau. Okay. Gut. Dann schmeißen wir hier die Federn rein. Unser erster Water Jar kommt hier hin. Metallum? Wo hattest du jetzt noch... der hatte noch Metallum im System. Ehrlich? Ach, na toll. Okay. So, dann zieh da mal das R rein. So, und sobald wir hier jetzt sehen, dass hier... Volatus dann im Alembic drin ist. Was uns gerade nicht an... Ah doch, hier oben. Da oben zeigt er mir an. Dann können wir hier jetzt nämlich auch nochmal weiteres Glas mit ransetzen und ziehen das Volatus noch mit raus. So. Dass wir hier jetzt einen einzelnen Metallum drin haben, wo wir doch hier schon Metallum vorbereitet hatten oder na, so einen eigenen Krug für Metallum. Nervt mich ein bisschen. Ist aber kein Problem. Kommt euch hier ran. Geht das Metallum in Kristallform über. Ist auch eine Möglichkeit. Ist auch eine Möglichkeit. So, auf jeden Fall haben wir jetzt alles, was wir für unser Ritual benötigen. Yay! Wobei ich nicht weiß, ob das hier nah genug dran steht, das Zeug. Deswegen, das, was ich brauche, bringe ich mal noch ein bisschen näher. Dich, dich und dich. So. Was hier wichtig ist, ist, dass man immer alles symmetrisch hat. Deswegen habe ich mir hier auch bei den Mobköpfen einen symmetrischen Aufbau ausgesucht. Das Einzige, was nicht symmetrisch sein muss, sind die Essentia-Krüge. Das ist ganz praktisch. So, deswegen schmeißen wir die jetzt einfach irgendwo hin tatsächlich. Und das macht dann absolut nichts. Okay. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen 2 Air Sharks. Beziehungsweise an sich, für das, was wir machen wollen, sollte man alles, was man benötigt, doppelt da haben. Einfach sicherheitshalber. Das heißt, wir nehmen uns auch 2 Diamanten statt nur einem. Und wir nehmen 2 Greatwood, war es, glaube ich, ne? Genau, 2 Greatwood Logs. Ich glaube, das Thumbium Sword in der Mitte brauchen wir nicht zwingend doppelt. Wobei ich mir da aber nicht sicher bin. Wäre auf jeden Fall uncool, wenn doch. Aber das ist
von der Instabilität her vernachlässigbar. Und dann mit den ganzen Mobgipfeln sollte eigentlich nichts passieren. Aber ich bin lieber bei dem Rest vorbereitet. Und ja, deswegen nehme ich vom Rest doppelt so viel mit, wie ich eigentlich bräuchte. So, den schmeißen wir mal hier ins System. Den Timer brauchen wir jetzt gerade absolut nicht mehr. Okay. So, dann laut Rezept sieht das Ganze. Ach ja, ich natürlich noch da rein. So. Laut Rezept sieht das Ganze so aus. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir wie in unserem Zauberstab brauchen, um das Ganze zu aktivieren. Moment. Für den Fall, dass ja, nehme ich hier mal meinen Gold-Banded Greatwood Wand. So, was wir da machen wollen, ist das Ding anklicken mit unserem Zauberstab. Dann zieht er sich hier die ganze Essentia, die er benötigt. Sobald er die hat, zieht er sich die Items nacheinander. Und da müssen wir halt aufpassen, falls ein Item vom Altar runterfallen sollte, dass wir das entsprechend rechtzeitig nachlegen. Weil ansonsten geht es nicht weiter. So, wir haben einen Sword of the Sapphire. Sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt noch das Binding-Ritual, das wir vorbereiten müssen. Da habe ich jetzt tatsächlich so noch gar nicht weiter reingeschaut, muss ich zugeben. Deswegen machen wir es auch erstmal nicht. Was wir stattdessen noch machen, was mir eigentlich das, was ich hier so erledigt habe, so ein bisschen abnimmt, wobei irgendwo auch wieder nicht. Und zwar schauen wir nochmal in unser Thermonomicon. Denn hier habe ich noch ein bisschen Forschung betrieben, unter anderem auch für die Essenzkristallisation, um das eben zu machen. Und automatisierte Alchemie. Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Dafür brauchen wir einfach einen Crucible, zwei Alchemical Constructs und so ein bisschen was an wie in unserem Zauberstab. Das ist dann aber kein Problem. So, die Constructs sind auch nicht so problematisch, tatsächlich. Alchemical Construct. So, da brauchen wir ein paar Essentia Tubes für ein paar V-Filter, die müsste ich noch vorbereitet haben. Und Greatwood Planks, da habe ich hier auch noch drei Stück. So, Essentia Tubes habe ich noch genau drei Stück, das ist zu wenig. Das heißt, davon brauchen wir erstmal wieder welche. Das war Glas, Quecksilber, Goldnuggets. Okay, alles kein Problem. Alles kein wirkliches Problem. So, zunächst mal hier ein bisschen Zeug wegschmeißen. So, dann brauchen wir, was hatten wir gesagt? Goldnuggets, das hier, Glas. Oh, kein Platz mehr im Inventar. Doof. Moment. Das können wir beides weg. So, denn ich brauche auch noch Eisen. Okay. So, und dann packen wir das Glas nach dort. Quecksilber nach oben. Dich nach unten. Eisen auf beiden Seiten. Dann brauchen wir noch einen Zauberstab mit entsprechend wie drin. So. Okay, das sollte jetzt auf jeden Fall erstmal reichen. Nee, das macht's nicht. Okay. Hier kann ich leider nicht mehr im Doppelklick arbeiten, um gleich alles rauszuziehen. Ist aber auch egal. So. Dann können wir das mal rausnehmen. Das rausnehmen. Und die an sich direkt schon mal hier drin lassen. So. Weg damit. Dann brauchen wir Lever. Ich brauche zwei jeweils von den Dings. Eine habe ich. Also brauche ich noch drei Lever. Mach mal bitte. Mach mal bitte.
Den Cordon kann ich auch direkt mitnehmen. Denn den werden wir auch brauchen. Den werden wir auch gleich brauchen. So. Dann hier, Lever. Oh, ehrlich? Ehrlich? Das braucht so viel wie? Okay. Na, meinetwegen. Nee, du hast auch nicht genug. Dann wollen wir doch nochmal auf Wie-Jagd gehen. So, ich brauche auf jeden Fall Aqua. Und zwar einiges davon. Und was war's noch? Ordo? Ja, Ordo. Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob auf der Plattform hier Ordo war. Nee, hier war kein Ordo. Hier drüben war aber Ordo. Hier, ne? Genau. Zwar nur 30. Aber da hatte ich offscreen auch nochmal gesucht. Bin mir jetzt bei der hier gar nicht mehr sicher. Ich hatte aber gleich kein Ordo. Nee. Aber wenn wir hier noch ein ganzes Stück rausfliegen. Hier habe ich nochmal zwei Plattformen gefunden. Eine nur mit Wasser. Das ist reines Aqua. Habe ich hier gerade Fackeln? Habe ich natürlich nicht. Okay. Und hier haben wir auch nochmal zumindest ein bisschen Ordo mit bei. Und ja, dann nehmen wir das halt auch noch mit. Wir füllen auch nochmal unser Terra auf. Und fliegen dann. Oh, hier ist auch nochmal eine. Was haben wir denn hier? Man sollte die Aura Nodes mit dem Thermometer als erstes einmal scannen. Weil man damit einfach einige Research Points noch bekommt. Und ja, warum nicht, ne? Okay, Feuer und Wasser. Ne? Brauche ich jetzt so erstmal nicht. Aber gut zu wissen, dass es da ist. Okay. Na denn. Schwupps. Rüber hier. So. Bitteschön. Drei Stück davon. Okay. Und dann haben wir soweit alles. Da haben wir das. Da haben wir das. Dann hier jeweils zwei von. Und die hier. So, perfekt. Okay. Und dann wollen wir hier einmal. Wo packe ich das Ding hin? An sich, der kann mir auch. Der hat auch ein Auto-Output. Ich könnte ihn also theoretisch direkt hier mit an die Kiste ransetzen. Mache ich auch, aber hier ein Stück weiter draußen und ich mache dann da eine Doppelkiste draus. So. Dann brauchen wir hier einmal einen Crucible. Da setzen wir die Teile dann drauf. Und da brauche ich, glaube ich, mehr Wie, um das zu verwandeln. Ich hoffe, ich habe hier genug Wie drin. Ich glaube aber nicht. Ich glaube gerade nicht. Mal sehen. Nö. Wie viel brauchen wir denn? 30 Wasser, 15 Feuer und 30 Ordo. Jo. Ordo fehlt, Wasser fehlt. Okay, Wasser ist kein Problem. Ordo aber. Weil da habe ich jetzt spontan keinen Punkt mehr. Was ist das? Oh, hier hinten habe ich auch nochmal irgendwo irgendwann was gefunden. Okay. Ordo und Wasser. Na Mensch. Genau das, was ich brauche. Perfekt. Perfekt. So, da werde ich auch die Plattform nochmal ganz kurz vergrößern. So, damit man das auch sieht. Okay. Na denn. Dann haben wir jetzt hier genug drin, um entsprechend den hier zu verwandeln. Yay. Sehr schön. Okay.
So, wie das Ding hier jetzt funktioniert, braucht der Feuer drunter wahrscheinlich. Gehe ich jetzt erstmal von aus. Aber passt auf, passt auf. Ich kann jetzt dort zum Beispiel Eisen reinschmeißen. So, wenn wir hier Eisen reinpacken, passiert erstmal gar nichts. Wie, vermutlich. Vermutlich, weil dort weder Wasser drin ist, noch entsprechend das passende noch entsprechend Feuer drunter. Deswegen packen wir hier jetzt mal Wasser rein. So. Geben ihm dann gleich noch ein bisschen Feuer. So, ups. Quatsch. Der eine, um da Netherrack gegen zu packen. So, komm. Habe ich meinen Flintenstiel gerade dabei? Ja, habe ich. Gut. Habe ich. Natürlich habe ich das. So. Jetzt immer noch nicht. Sekunde. Habe ich da noch irgendwas vergessen? So, Thaumaturium, Marvelous Invention. Okay, braucht kein Wasser, aber immer noch eine Feuerquelle. Gut. So, wenn du das, wenn du mit dem Device interagierst, wirst du mehrere Slots sehen. Oben links ist der Slot für den Katalyst. Jo. Okay, sobald du das gemacht hast, wirst du dir auswählen können, welches Rezept du craften. Ah, Moment. Thaumium hatte ja hier ein anderes Rezept bekommen, ne? Ja, das war hier Mana-Stil und kein Eisen. Nee. In dem Tutorial, was ich mir angesehen habe, war Thaumium halt mit Eisen. Das hatte ich voll vergessen, dass das hier nicht der Fall ist. Yay. Okay, deswegen war ich verwundert. So, wenn wir hier Mana-Stil reinsetzen, dann zeigt er uns, okay, wenn wir hier in irgendeiner von vier Perditio, nee, nicht Perditio, Precatatio reinbekommen, dann können wir da Thaumium draus machen. Und das Ganze ohne den verdammten Crucible da hinten. Yay. So, und wir sehen hier auch, okay, das Ding kann jetzt hier Thaumium herstellen. Was wir noch machen können, ist, dass wir, ich glaube, die Advanced Constructs, da muss ich noch erforschen. Moment, ah nee, das war hier die Mnemonic Matrix. Kein wirkliches Problem, ja, ein bisschen Eisen, ein bisschen Amber und Zombiehirne und halt ein bisschen was an Wie. Damit können wir die Anzahl der Rezepte, die sich das Ding intern speichern kann, erhöhen, und zwar pro Matrix um 2. Was das echt interessant macht. So, das heißt, wir haben noch ein bisschen Eisen dabei. Dann holen wir uns mal ein wenig Amber. Da haben wir auch mehr als genug von. Zombie-Hirne. Ja. Ist ja voll, ne? Mit 512. Aber von daher reicht auch dicke. Das heißt, zack. Das war hier an den Ecken. Amber dann hier im Kreuz. Und zack, holen wir uns gleich mal 4 Stück. Hauen die hier ran. Ja, so, so. Und meinetwegen hier hinten noch. So und so. Und sehen jetzt hier, das ist Rezept 1 von 9, was er sich gespeichert hat.
wenn ich jetzt hier noch irgendwas anderes reinpacke. Als Beispiel, Moment, als Beispiel nehmen wir uns mal ein wenig Birkenholz. So, einer reicht erstmal. So, dann können wir das jetzt hier nicht auch noch aktivieren. So, dann weiß er, okay, wenn hier jetzt Eisen mit 4, Mana-Stil mit 4 Prekantatio drin steht. Nee, das ist nicht. Das ist doch nicht Prekantatio. Das ist doch. Ich komme gerade nicht drauf. Aber Prekantatio ist doch das Ding, was ich hier drin habe, richtig? Nee, das Potenzial. Dann ist das doch Prekantatio. Mann, ich verwechsel lieber. Gut, ja, wie gesagt, wenn ich hier jetzt das Zeug reinleite, ne, dann kann er damit entsprechend was anfangen. Wo ich das reinleite, ist relativ egal, tatsächlich. Und auf die Art und Weise werden wir hier dann, oder werde ich dann in Zukunft mein Thumb herstellen, wahrscheinlich auch entsprechend mein Silverwood, wenn ich noch was brauche. Für Greatwood werde ich das auch erstmal vorbereiten. Wobei wir da dann höchstwahrscheinlich so bald wie es geht auf die. Wo war's? Wo waren die Teile? Was bei. Ne, das war nicht bei Alchemie. Artifice war's auch nicht. Nein. Hier, genau. Greatwood from the Sky habe ich an der Stelle schon. Schon erforscht, um an Greatwood Saplings zu kommen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was an Witchwater. Sehr viel aber, deswegen bin ich da auch ganz froh, dass wir das schon haben. Und die anderen Standard-Aspekte, oder? Ja. Ist so ein bisschen, ja, und Silverwood kann ich auch noch erforschen, habe ich jetzt noch nicht gemacht bisher. Das wird ein bisschen nervig. Das wird noch ein bisschen nervig, das Ding dann hier zu machen, weil das ist auch dangerous. Das heißt, das könnte tatsächlich arg instabil werden. Ich brauche auch mehr Altare dafür. Und ja, freue ich mich schon drauf. Im Grunde waren 8 Stück, also 4 muss ich noch in irgendeiner Form dann sich gegenüberstehend hier positionieren, was jetzt nicht das Problem ist. Muss halt noch einiges mehr an Essentia herstellen, was auch nicht so das wirkliche Problem ist. Und dann können wir Greatwood direkt anpflanzen, was eine ganz, ganz coole Sache ist. Ja, weil dann kommt ein bisschen Greatwood hier in meine Holzfarm und dann ist das gut, ganz ehrlich. Da werde ich mir dann keinen Stress mehr machen. Okay, dann soll es das aber für diese Folge gewesen sein. Wir haben nicht wirklich viel geschafft, finde ich. Aber wir haben auf jeden Fall unser Sword of the Sapphire schon. Ja, wir haben uns so ein bisschen mehr mit Thorncraft beschäftigt, was ja auch eine schöne Sache ist. Und ansonsten werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich das Ritual of the Binding durchführen. Wenn ich dann mich da nochmal so ein bisschen reingeschaut habe, wie das ordentlich funktioniert. Dann danke ich euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.